herzlich willkommen hier auf taschenpcs.de zu einem neuen Video. Heute haben wir ein Unboxing für euch und zwar von dem iPad. Ja, das ist das iPad 2018, nicht das iPad Pro, aber ich möchte auch in diesem Unboxing erwähnen, warum das eigentlich eine ernstzunehmende Alternative ist zu dem iPad Pro, was ja vor kurzem erst vorgestellt wurde. Das ist die 128 GB Variante und ich würde sagen, packen wir das ganze Ding doch mal aus. Hier haben wir die iPad-Verpackung. Wir haben einmal hier natürlich das Gerät von der Seite. Hier unten könnt ihr das Apple-Logo nochmal erkennen. Hier steht eigentlich nur iPad, Apple-Logo, iPad. Rückseite ist wieder ein bisschen interessanter, weil wir haben, man soll es auch richtig rumhalten, hier nochmal 128 GB iPad 6th Generation with Wi-Fi und Cellular. Also das ist das 2018er iPad. So, wir packen es erstmal hier aus. Es hat nicht wie die anderen Modelle, wie die neuesten Apple-Modelle, dieses leicht Abmachding, sondern man muss es noch ganz klassisch mit einem scharfen Gegenstand aufmachen. Und ziehen wir das Ganze einfach mal hier raus. So, fall jetzt mal tiefer, schneller. So, da haben wir auch schon das Gerät, aber das wollen wir natürlich erstmal zur Seite legen, weil wir uns das ja später erst angucken. Was haben wir denn im Karton drin? Wir haben hier ein bisschen Lesematerial. Willkommen bei deinem iPad, Apple-Sticker. Das war's auch schon. Man muss ja nicht immer so viel Zeug drin haben, aber ich finde es gut, dass Apple-Sticker haben. Ein Lightning-Kabel haben wir hier. Okay. Und natürlich der Anschlussadapter. Das ist dieser 10 Volt USB Power Adapter, den ihr auch als Fast Charging für euer iPhone nehmen könnt. Ja, ganz spektakulär das Ding. Hier haben wir jetzt erstmal das Gerät, auf das ihr alle gewartet habt. Wir haben hier das iPad 9,7 Zoll. Die Frontseite recht unspektakulär eigentlich mit einem Home-Button und hier oben ist natürlich die Innenkamera. Dann, was mir natürlich sofort aufgefallen ist und natürlich dem geübten iPad-Nutzer auch, das hier. Dieser schwarze Balken, ich finde, der erinnert total an die ersten iPads. Da war das ja eigentlich genau so. Und aber was haben wir noch auf der Rückseite? Apple-Logo, iPad, dann hier Kamera, also Hauptkamera. Hier unten haben wir Lautsprecher und natürlich der Lightning-Port. Nicht erschrecken, wir haben hier oben nämlich den Kopfhöreranschluss, hier Power-Taste, lauter, leiser. Hier unten für eure SIM-Karte. Auf der Seite ist nichts. Nun möchte ich euch mal kurz erzählen, warum das iPad eigentlich für mich eine echte Alternative eigentlich ist. Und zwar liegt es einfach daran am Preis. Wir haben hier ein Gerät für um die Startpreis 300 Euro, manchmal mehr, manchmal weniger. Und das Ding ist halt einfach, es ist für Studenten zum Beispiel viel erschwinglicher als das iPad Pro, wo der Preis wesentlich höher liegt. Man kann damit fast genau die gleichen Sachen machen. Man kann ganz normal Word mitschreiben, wie man so eine Tastatur dran macht, so eine Bluetooth-Tastatur. Man kann Serien schauen, man kann alles ganz normal machen. Klar, wenn ihr Pro-Content kreieren wollt, also wirklich damit schneiden, ist vielleicht so ein iPad Pro besser gedacht. Aber ich finde, für den normalen Gebrauch ist das iPad, finde ich, eins der besten, die es gibt. Ich habe noch das uralte iPad 2 und das Ding ist immer noch eigentlich richtig cool und man kann damit ganz normale Sachen machen. Klar, so ein neueres Gerät hat immer was, aber ich finde, es ist wirklich eine coole Idee von Apple, einfach sagen, okay, wir bringen ein Basis-iPad raus, ohne irgendwelches Schnickschnack, sondern man kann die ganz normalen iPad-Dinge halt machen und es kostet halt wirklich im Vergleich nicht so viel. Deshalb ist es für mich eine echte Alternative zu sagen, okay, ich spare ein bisschen Geld und hole mir so einen Teil. Gerade zum Beispiel für Studenten. Das war's auch mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch eine Bewertung oder einen Kommentar da. Vielleicht habt ihr dieses Gerät und könnt mal eure Erfahrungen teilen. Und ja, haut rein, macht's gut und ciao.